Einen wunderschönen guten Tag. Wir haben immer noch Schlagwörter und die will ich jetzt wieder in kurz und bündig durchgehen und hoffe, dass meine Antworten nicht zu lange werden. Hamburger, Cheeseburger, das alles gibt es hier natürlich auch. Aber die Qualität ist sehr unterschiedlich und man muss ein bisschen suchen, bis man etwas kriegt, was einem da wirklich schmeckt und vor allem, wo auch mal Käse drauf ist. Deshalb habe ich Cheeseburger als Schlagwort genommen, nicht Hamburger. Wer hier McDonald's erwartet, Burger King, Wendy oder wie die Dinger alle heißen, gibt es hier nicht. Auch nicht in großen Städten, wie euch manche erzählen. Also diese Fastfood-Ketten gibt es hier nicht. Ja? Und Hamburger und so weiter müsst ihr irgendwo im Touristenbereich suchen, dann findet ihr die auch. Immer wieder in Arusha werdet ihr das Wort Clock Tower hören, ihr werdet dorthin geführt, ihr werdet enttäuscht sein. Ihr werdet sagen, hey, Moment mal, was? Da ist ein kleiner Turm mit einer Uhr und die geht auch meistens noch falsch. Warum geht die falsch? Weil hier keiner eine Wartung kennt. Eigentlich ist das nichts. Aber die Leute, wenn man danach fragt, die sagen, ja, Clock Tower, das ist die Mitte Afrikas. Also jeder, der eine Landkarte lesen kann, weiß, dass auch das nicht stimmt. Und diese Mitte Afrikas, diese Clock Tower, gibt es hier in ganz Afrika verteilt, in sehr vielen Orten. Aber die Leute sind halt stolz drauf. Es gibt hier Computerläden. Es gibt hier sehr gute, sage ich jetzt mal, Werkstätten für Computer. Also was in Deutschland weggeworfen wird, wird hier repariert. Ja, wenn ihr hier eine kaputte Festplatte habt, dann wird die zerlegt und wahrscheinlich eine neue Scheibe eingelegt oder was auch immer. Das ist hier gut. Aber der Computer ist nicht wie in Deutschland jetzt verbreitet, dass man sagt, an jeden Haushalt gibt es mindestens einen Computer. Das ist hier nicht so. Und wenn Computer, dann sind es eigentlich Laptops. Auch Tablets sind hier eher schwer zu finden. Hausdächer bestehen hier meistens aus Blech. Also entweder sind es Wellblech, die da drauf sind, oder es sieht wirklich aus wie so ein Ziegeldach. Bei genaueren Hinschauen und beim dran Klopfen stellt er aber fest, auch das ist nur Blech, das ausschaut wie ein Ziegeldach. Es gibt hier ganz neu, ganz modern einen Dampftopf. Dampftöpfe werden hier von den besseren Afrikanern gekauft und darin wird dann so ziemlich alles gemacht. Es gibt nur eine kleine Unstimmigkeit in meinen Augen. Die meisten Leute wissen nicht, wie ein Dampftopf funktioniert und was das für einen Sinn macht. Und deshalb, da kommt dieser Zapfen raus und die ganze Zeit macht es zisch. Und das macht das über Stunden. Zisch. Die Leute essen es trotzdem. Ich weiß jetzt nicht, was ich sagen soll. Bei dem Wort habe ich irgendwie Angst, als würde ich ein böses Wort in den Mund nehmen. Ich weiß nicht warum. Kommt mir in letzter Zeit so vor. Ja, das hier ist jetzt nicht eine Demokratie und trotzdem fungieren die Politiker und das Volk eigentlich sehr demokratisch. Das heißt, es ist jetzt nicht hier eine Präsidentin, die sagt, so läuft's und nicht anders, sondern es gibt, wenn die Präsidentin jetzt etwas machen will, zum Beispiel einen Vertrag unterschreiben über Kredite oder über Verpflichtungen oder einen Hafen verkaufen will, dann kann sie das nicht einfach so machen, sondern es gibt 100 Abgeordnete, die da zustimmen müssen. Und auch das, was das Volk will, also die Politiker achten darauf, was will das Volk hier eigentlich von mir, was erwarten die von mir, und dann wird das auch umgesetzt. Und ich habe gesehen, zum Teil sogar relativ schnell, zum Teil. Ja, ich weiß auch andere Sachen, die dauern ewig. Aber ich finde eigentlich schon, ich fühle mich hier mehr in einer Demokratie, als es mir erzählt wurde.
Dicke Frauen, komischer Punkt, ne? Gibt es hier en masse. Also, die Frauen sind am Anfang auch so relativ schlank, dann heiraten die und dann gehen sie auseinander. Also eigentlich andersrum wie bei uns beiden, bei uns in Deutschland. Also dicke Frauen gibt es hier sehr viele, aber das ist eigentlich egal, weil hier interessiert es keinen, ob du dick oder dünn oder dürr oder fett oder sonst was bist. Dicke Männer gibt es außer mir nicht sehr viele hier. Es gibt einige, aber das ist hier nicht so das Übliche, dass Männer, dass dicke Männer herumlaufen. Also Männer scheinen hier irgendwie mehr sich zu bewegen, mehr zu arbeiten oder haben eine andere Ernährung. Ich weiß es nicht. Saufen tun die trotzdem alle und werden nicht so dick wie manch anderer. Aber auch hier ist es so, ja. Das Wort dick ist hier zum Beispiel keine Beleidigung, wenn jemand sagt, Mensch, bist du dick, dann ist das einfach nur eine Feststellung und ich finde es eigentlich gut, so wie es ist. Das wird mir immer wieder erzählt, dass Tansania eine Diktatur ist. Woher kommt das? Nun, Tansania wurde eigentlich überhaupt nicht beachtet von den Deutschen, über Jahrzehnte nicht. Und dann kam während der Corona-Zeit irgendwo so eine Ansprache von einem Präsidenten, nämlich Präsident Magufuli. Der stand da voll uniformiert in seiner Militäruniform und stand vor Mikrofon vor einem Haufen Leute, dahinter anderes Militär, Wachleute. Und das Ganze hat natürlich diesen klassischen Anschein, wenn der Diktator da irgendwas ablässt. In Wirklichkeit ist das natürlich absoluter Blödsinn, ja. Tansania ist keine Diktatur, der Präsident Magufuli war kein Diktator und die Mama Samia, die übrigens nicht in Militärkleidung rumläuft, ist auch keine Diktatorin. Also Bullshit. Ja, dachte ich auch mal, wenn ich nach Afrika komme, dann siehst du den Dschungel. Also der typische, klassische Dschungel, ja, wo man mit der Machete durchlaufen muss, dass man überhaupt weiterkommt. Den gibt es in Tansania nicht. Mir wurde zwar erzählt, es gibt hier Urwald, es gibt hier einen Dschungel irgendwo, aber mir hat noch keiner gesagt, wo das denn sein sollte. Und wenn ich da eine Landkarte hinhalte, dann weiß eh keiner, wo was ist. Also, wenn es ihn gibt, dann irgendwo am Rande, Richtung Kongo wahrscheinlich, aber so einen richtigen Dschungel findest du hier nicht. Auch dieses Thema muss behandelt werden. Tja, Durchfall ist hier eine häufige Sache. Nicht nur bei den Touristen, nicht nur bei den Deutschen, die hier leben oder Ausländer, die hier leben. Auch bei den Einheimischen gibt es immer wieder Durchfallerkrankungen. Liegt das daran, dass die Wasserqualität schwankt? Liegt es daran, dass irgendwo in dem Essen irgendwas drin ist? Ich weiß es nicht. Auch Cholera ist jetzt hier nicht so selten, wobei hier Cholera relativ einfach und locker behandelt wird. Ja, wichtig ist einfach, wenn man einen Durchfall hat, viel trinken, dass man nicht irgendwo eine Aszitis sich einholt. Aber ansonsten, ja, gibt Leute, die haben hier Dauerdurchfall und die stört es auch nicht, gell? Ja, dieses Durchschnittsalter hier ist faszinierend. Dazu sollte man wissen, im Jahre 2021 war das Durchschnittsalter in Deutschland bei 44,7 Jahren laut Statista. In Tansania 2022 war das Durchschnittsalter bei 16,9 Jahren. Macht was draus. Eigentlich heißt hier bei den Einheimischen Dusche, man hat einen Eimer, ein kleines Becherlein. Aus dem großen Eimer nimmt man das Wasser in das kleine Becherlein und schüttet sich das Ganze oben rüber. Das ist beim Einheimischen eine Dusche. Bei den besser situierten Einheimischen ist dann schon eine Dusche entweder außen irgendwo oder im Haus, wo aus der Wand eine Leitung kommt und wo Stadtwasser durchgeht. Kalt.
Bei den wirklich guten, die haben dann schon einen Heater dran, also so einen Durchlauferhitzer, wo man auch warm duschen kann. Für die Touristen keine Angst, in den Hotels gibt es immer Duschen und in den guten Hotels auch immer warme Duschen. Thank you.